Mein YouTube-Kanal ist schon wieder gesperrt. Ich habe dieses Video wieder vorab aufgezeichnet, habe es schon hochgeladen. Das ist die einzige Möglichkeit, dann während einer Sperrung irgendetwas online zu stellen. Und ich brauche das jetzt nicht mehr ausführen, was ich von dieser Zensur halte, für wie absurd ich das Ganze halte, für wie hanebüchen, für eine wirklich Ohrfeige für Grundgesetz und für Meinungsfreiheit und für Demokratie. Aber YouTube hat offenbar wieder zugeschlagen. Was können wir jetzt machen? Ich mache alle meine Videos jetzt auf Rumble in dieser Zeit der neuen Sperrung. Die werden dann immer über meine Seite verlinkt. Und jeder, der eines von diesen neuen Videos von mir sieht, der kann das auch selber hochladen. Ich gebe explizit die Rechte für alle frei. Also bitte bekannt machen. Herumsprechen lassen, dass ich wieder gesperrt bin, weil ich kann es meinen Abonnenten nicht mitteilen. Das ist ein Teil dieser perfiden YouTube-Strategie, dieses Informationskrieges gegen die eigenen Nutzer, dass ich nicht mal jemandem mitteilen kann, dass ich gesperrt bin. Die sehen, da ist ja der Kanal, geht ja alles noch, ist der Reitschuss jetzt so faul geworden, ruht der sich aus oder hallo, warum macht der nichts mehr? Und so ist es eben nicht. Ich bin wieder Opfer hier von Zensur. Und bitte, bitte hier Like dalassen für den Algorithmus und auch im Chatverlauf etwas schreiben und Kommentar, dass sich das rumspricht. Ich hoffe, dass dieses Video nie erscheinen wird, aber meine Hoffnung, dass es so kommt, ist leider gering. Und wenn Sie es jetzt sehen, dann ist es ja jetzt erschienen. Und lassen wir uns durch diese Zensur nicht zermürben, lassen wir uns nicht von außen aufschreiben, wo wir uns informieren dürfen, was wir sagen dürfen. Deshalb bitte setzen Sie ein Zeichen, bleiben Sie dabei über meine Seite www.reitschuster.de, über Rumble und über den Ersatzkanal, beziehungsweise es ist kein Ersatzkanal, weil den Ersatzkanal darf man auch nicht betreiben und darum ist mein zweiter Kanal, den gebe ich her. Wenn er nicht bei mir gehört, dann darf dort jeder oder der neue Besitzer darf dann dort meine Videos zeigen. Also Sie sehen, das ist alles ziemlich absurd, was man hier für Volten schlagen muss wegen dieser Zensur. Aber wir bleiben zusammen. Ich werde auch weiter für Sie aus der Bundespressekonferenz berichten. Alles Gute, danke, ciao.